Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Rache des Sub. Diesmal geht es um die Neuzugänge aus Mai und Juni 2019. Ich konnte mal wieder zwei Neuzugänge-Videos zusammenfassen, was zumindest darauf hindeutet, dass es nicht allzu viele waren, zumindest hoffe ich das. In diesem Format Die Rache des Sub geht es darum, dass ich mir anschaue, welche Bücher damals bei mir eingezogen sind und welche ich davon noch nicht gelesen habe. Der Sub ist der Stapel ungelesener Bücher. Und ich nehme mir vor, im Rahmen dieser Challenge diese Bücher endlich mal zu lesen. Ich gebe mir also eine gewisse Zeit vor, in der ich dann diese ungelesenen Bücher zu lesen habe oder sie ungelesen auszusortieren habe. Ich möchte damit eben langfristig dafür sorgen, dass mein Sub reduziert wird. Und vor allem hat es für mich auch schon den Effekt gehabt, dass ich anders mit Neuzugängen umgehe, grundsätzlich weniger oft Bücher kaufe und das Ganze auch viel bewusster tue. Wie immer schauen wir uns das damalige Video gemeinsam an. Ich werde es euch hier unten einblenden. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Neuzugänge-Video. Diesmal fasse ich euch zwei Monate zusammen, nämlich den Mai und den Juni, denn insgesamt sind es nur 7 Bücher geworden. Im Mai sind tatsächlich nur 2 Bücher bei mir eingezogen und das erste ist recht unspektakulär, denn es handelt sich um den 4. Teil der... Okay, erstmal ein weiteres Hörbuch zur Dunklen Turm-Reihe, die ich damals gehört habe, also kein Buch, das auf meinem Sub gelandet ist, da ich die Bücher auch schon vorm Hörbuchformat bereits einmal so gelesen habe. Das heißt, dieses Buch ist schon mal kein Kandidat für diese Challenge und da offenbar nur 2 Bücher im Mai bei mir eingezogen sind, bin ich jetzt gespannt, ob ich das zweite schon gelesen habe oder noch nicht. Und so ein bisschen in die Kategorie fällt auch das nächste Buch, das ich mir zugelegt habe. Es handelt sich um ein E-Book und zwar Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Das Buch habe ich verdrängt, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein E-Book, dadurch fällt es mir auch nicht ständig ins Auge. Es ist ein sehr dicker Wälzer, ein sehr dicker Klassiker. Und ich meine, ich habe es mir besorgt, nachdem ich so eine begeisterte Stimme von Hélène vom Kanal Books by Lanes dazu gehört habe. Sie hat es wirklich total gefeiert. Es hat ihr unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und damit hatte sie mich komplett angesteckt und mich dazu gebracht, mir das Buch zuzulegen. Ja, und jetzt werde ich es wohl lesen müssen, und zwar bis Ende August. Für meinen Geschmack bin ich damit jetzt schon bedient, aber es folgt noch der gesamte Neuzugänge-Monat Juni. Und ich hoffe sehr, dass da nicht allzu viele Titel noch ungelesen sind, weil Der Graf von Monte Cristo ist schon eine Aufgabe. Ja, und damit kommen wir jetzt tatsächlich schon zu den Neuzugängen aus dem Juni. Also ich habe mich im Mai ganz schön zurückgehalten, weil ich ja auch im April Geburtstag hatte und die Neuzugänge da etwas größer ausgefallen sind. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich euch jetzt mal in der Infokarte, dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Und ja, das erste Buch, das im Juni bei mir eingezogen ist, ist eines, das ich mehr oder weniger geschenkt bekommen habe. Nämlich von der lieben Vicky, die hier auf BookTube den Kanal Bücherschatz betreibt. Aktuell macht sie eine kleine Pause und ich hoffe sehr, dass sie wiederkommt. Auf jeden Fall habe ich mal in einem meiner letzten Videos gesagt, dass ich so ein bisschen Angst vor der Zeit habe, in der ich mit dem Hörbuch zum Dunklen Turm durch bin und dann nicht genau weiß, mit welcher Reihe ich weitermachen möchte, weil ich eben schon erkannt habe, dass ich am liebsten Reihen höre, die auch so ein bisschen epischer und länger sind. Und da hatte sie ja mir jetzt ein Buch empfohlen. Es geht um eine Fantasy-Reihe und der erste Teil ist Das Lied der Dunkelheit. Das Lied der Dunkelheit von Peter V. Brett. Das habe ich auch gehört, es hat mir gut gefallen so als Auftakt. Ich habe die Reihe dann aber nicht weiter verfolgt, weil sie für mich zu wenig Innovation hatte. Sie war so eine richtige Standard-High-Fantasy-Geschichte mit einem Helden, der die Welt retten muss. Und an sich waren schöne Elemente vorhanden im Worldbuilding, aber insgesamt zu wenig, was mich jetzt gereizt hätte. Es war zu sehr 0815 für dieses Genre und das war gut gemacht. Und wenn man genau das sucht, wird man mit dieser Reihe auf jeden Fall glücklich. Aber für mich war da zu wenig Innovation drin. Und damit kommen wir endlich mal wieder zu ein paar Printbüchern. Und zwar sind 2 Rezensionsexemplare bei mir eingezogen, die ich vom Diogenes Verlag angefragt habe. Zum einen von Ian McEwan. Maschinen wie ich von Ian McEwan habe ich bereits gelesen. Wird vermutlich auch der Fall sein, oder ich hoffe es sehr, in Bezug auf das nächste Rezensionsexemplar, das ich danach zeige. Maschinen wie ich ist eine Geschichte, in der es um einen humanoiden Roboter geht, den sich der Protagonist vor allem aus Neugierde gekauft hat und weil er gerade ein bisschen Geld rumliegen hatte. Allerdings entwickeln sich so ein paar Probleme durch den Besitz dieses Adams, denn die Frau, mit der er sich ab und zu mal trifft, entwickelt auch einiges Interesse an diesem künstlichen Mann oder ist zumindest neugierig, was der so leisten kann. Und so gibt es einige humorvolle Szenen in diesem Buch. Nichtsdestotrotz regt es auch zum Nachdenken an, wobei es sich darauf jetzt nicht fokussiert, würde ich sagen. Ich habe dazu auch eine Einzelrezension abgedreht, die ich euch gerne verlinke, falls euch das Buch interessiert. Das zweite Buch, das ich von Diogenes angefragt habe, ist Der Vorleser von Bernhard Schlink. Das war für mich damals Schullektüre und ich mochte sie überhaupt nicht in dem Alter, in dem ich sie lesen musste.
Auch die Diskussionen, die dazu entstanden, ich weiß nicht, ob ich da noch nicht im richtigen Alter dafür war. Auf jeden Fall fand ich dieses Buch sehr, sehr abstoßend damals und habe es sehr ungern gelesen. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass das eben mit meinem Alter und der Lebenssituation zu tun hatte. Ich war damals noch nicht so eine begeisterte Leserin oder habe mich zumindest auch nicht auf Literatur für Erwachsene konzentriert und ich war jetzt nicht wirklich jung. Also das war in der weiterführenden Schule, Realschule irgendwann. Auf jeden Fall habe ich bei den Neuerscheinungen des Diogenes Verlags diese schöne neue Ausgabe gesehen und dachte mir, ich versuche es mit diesem Klassiker und meiner damaligen Schullektüre erneut und möchte gerne wissen, wie ich sie heute empfinde mit meinem aktuellen Lesegeschmack, der deutlich besser dazu passt. Und es hat sich wirklich gelohnt. Ich mochte das Buch sehr viel lieber als beim erstmaligen Lesen oder als ich es in Erinnerung hatte. Auch hierzu habe ich euch eine einzelne Rezension abgedreht, die ich euch gerne verlinke und wo ihr gerne vorbeischauen könnt. Allerdings sammeln sich in der Kommentarspalte vorwiegend Schüler und Jugendliche, die es, glaube ich, erneut als Schullektüre haben und sich von dem Video irgendwie erhofft haben, dass ich da eine breite Analyse anstelle und eben nicht eine spoilerfreie Rezension, wo ich auch keine Details verrate, was die Geschichte eigentlich so ausmacht. Und ich erhalte dazu immer noch ständig neue Benachrichtigungen, dass wieder jemand kommentiert hat und sich darüber beschwert, dass ich da nicht tiefer auf den Inhalt eingehe. Aber das ist eben die Art, wie ich meine Videos drehe. Ich will euch meine Meinung mitteilen, euch so eine kleine Idee vom Plot geben, dass ihr einschätzen könnt, ob das eine Lektüre für euch ist und keine breite Analyse anstellen, zumal ich dafür gar nicht das Know-how habe oder mich damit gut genug auskenne. Ich habe weder Germanistik studiert noch Literaturwissenschaften oder irgendetwas in diese Richtung, was mich dazu befähigen könnte. Deswegen beschränkt sich das alles hier auf meine subjektive Meinung, auf meinen eigenen persönlichen Eindruck und daran werde ich auch nichts ändern. Dann habe ich es in meinem Vlog schon erwähnt, ich habe von meiner Mutter ein Buch geschenkt bekommen, nämlich von Milan Kundera, Der Scherz. Milan Kunderas Der Scherz habe ich auch schon gelesen. Auch kurz darauf, hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat mich vor allem neugierig gemacht auf die weiteren Werke des Autors. Natürlich habe ich es seitdem nicht nochmal mit einem weiteren Buch von ihm versucht und das ist jetzt auch schon wieder gut 2 Jahre her. Also es ist echt immer enorm. Man nimmt sich vor, kurz darauf Bücher von diesem Autor zu kaufen, um das Werk weiter zu belesen und dann gehen wieder 2 Jahre ins Land und man weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist und hat nichts dergleichen getan. Das war auf jeden Fall eine gute Erinnerung in Bezug auf das Thema. Ich glaube aber, ich hatte hier auch immer das Problem, dass mir die Cover nicht so gefallen haben. Ich weiß, total bescheuerter Grund, sich dann diese Bücher nicht zuzulegen, weil es natürlich um den Inhalt geht, aber irgendwie gefiel mir die Gestaltung nicht und ich habe immer darauf gehofft, dass vielleicht das Werk von Milan Kundera nochmal neu erscheint, mit einer anderen Aufmachung. Ich wäre auf jeden Fall die Erste, die sich die kauft. Insbesondere im Auge habe ich hier Die Leichtigkeit des Seins, heißt es, glaube ich. Also falls ihr davon eine schöne Ausgabe kennt, die euch persönlich gefällt, dann packt sie mir sehr gerne unten in die Kommentare, dann schaue ich mal, ob ich da was finde. Was ich bisher gesehen habe, war nicht so ganz mein Geschmack. Und damit kommen wir zum letzten Neuzugang aus dem Juni und damit auch für dieses Video, nämlich Die geheime Geschichte. Die geheime Geschichte von Donna Tartt. Gott sei Dank habe ich dieses Buch bereits gelesen. Das wäre ja auch so ein richtig dicker Klopper für diese Challenge. Ja, und damit bin ich durch. Und es ist am Ende nur ein Buch gewesen, nämlich Der Graf von Monte Cristo. Und das ist natürlich ein ziemlicher Endgegner. Ich glaube, dieses Buch hat über 1000 Seiten. Ich kann es euch jetzt hier nur einblenden, weil ich es, wie gesagt, nur als E-Book besitze und an sich habe ich Lust auf diesen klassischen Abenteuerroman. Also ich habe immer noch diese begeisterten Worte von Hélène im Ohr und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das Ganze mal anzugehen, denn ich kenne mich, selbst wenn ich irgendwie einfach nur mal überlege, was könnte ich als nächstes lesen, ich werde wahrscheinlich nicht auf dieses Buch kommen. Und das ist immer so schade, weil die liegen auf meiner Leseliste oder in meinem Subregal aus einem guten Grund, weil ich sie unbedingt lesen möchte und das gilt auch genauso für dieses Buch. Aber es ist eben nichts, was mir sofort ins Auge sticht, wenn ich mir eine neue Lektüre aussuche. Zumal es eben als E-Book einfach nur auf meinem Kindle schlummert und ich da ja nicht einfach mal so durchstöbere. Ich stelle mich dann vor mein Bücherregal mit den Printbüchern, suche mir da die nächste Lektüre raus und damit würden solche E-Books eigentlich immer hinten überfallen, gäbe es nicht diese Challenge und diese Art der Leseliste. Also für mich funktioniert das wunderbar. Ich freue mich auch auf die Lektüre. Ich habe gerade noch ein E-Book, das ich lese und das werde ich auf jeden Fall zuerst beenden. Aber dann wird das nächste E-Book, das ich lese, Der Graf von Monte Cristo sein. Ich denke, ich werde dafür länger als einen Monat brauchen. Es tut mir auch leid, falls ihr jetzt Lust hättet auf eine Leserunde. Ich schaffe es im Moment zeitlich nicht, sowas zu organisieren und mich da auch rege dran zu beteiligen. Das ist doch mehr Aufwand, als man vielleicht so als Außenstehender denkt. Ihr seht es ja sicher, ich hänge auch schon mit meinen normalen Videos so ein bisschen hinterher und muss das erstmal aufholen. Aktuell habe ich eine Woche Urlaub und versuche so viel zu drehen, wie es nur geht und das dann auch alles zu schneiden und einzuplanen, damit ihr jetzt in der nächsten Zeit regelmäßig Videos von mir bekommt und ich wieder in so eine Routine reinfinde. Das war in den letzten Wochen ein bisschen schwierig für mich und ich hoffe sehr, dass sich das bessert.
Nun sind wir aber zumindest mal auf Stand, was die Rache des Sub angeht. Ich habe euch die Neuzugänge von Mai und Juni gezeigt. Es war relativ unspektakulär. Es war eben nur ein Buch, das noch ungelesen ist. Für mich ist das aber ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass ich mich mit meinen Neuzugängen immer besser zurechtfinde und die Bücher nicht allzu lange liegen lasse. Und weil mein Sub aber auch noch aus sehr alten Büchern besteht, die noch vor meiner YouTube-Zeit bei mir eingezogen sind, werde ich jetzt auch noch mindestens einen Titel von meinem sogenannten uralten Sub ziehen. Denn ich möchte einfach keine Bücher mehr hier haben, die mehr als 3 Jahre ungelesen sind. Und hier sind teilweise Bücher dabei, die sind mehr als 6, 7 Jahre ungelesen. Und das will ich nicht mehr. Ich weiß genau, ich würde nicht von alleine dazu greifen, weil dann immer die neueren Bücher interessanter sind. Und demnach brauche ich diese Challenge und ich brauche auch einfach diese Vorgabe. Jetzt liest du das und bisher hat es immer wunderbar funktioniert. Deswegen ziehe ich jetzt noch mindestens einen Titel von meinem uralten Sub mit euch. Dafür habe ich diese Box. Hier habe ich mal alle Titel aufgeschrieben, die noch auf meinem uralten Sub schlummern. Und ich ziehe jetzt mal Kandidat Nummer 1. Das ist Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Und ich freue mich gerade riesig darüber, weil ich habe beim letzten Mal, als ich vor meinem Regal stand und überlegt habe, was ich als nächstes lese, wirklich überlegt, ob ich dieses Buch hier nehme und mich dann doch für ein anderes entschieden. Wieder mal für eins, das noch nicht so lange auf meinem Sub liegt. Also hier wieder dieser klassische Fall, dass die uralten Subbücher irgendwie immer gegen die neuen Subbücher verlieren. Deswegen freue ich mich gerade riesig, dass Wer die Nachtigall stört für mich eine Lektüre dieser Challenge wird, die ich dann bis Ende September lesen muss. Also ich werte jetzt diese gezogenen Bücher als Neuzugänge aus dem Juni, so von der Zeitspanne her. Dann habe ich noch genug Zeit für den Graf von Monte Cristo und muss dann nicht parallel noch etwas anderes beenden. Und da, Wer die Nachtigall stört, nicht so super dick ist, schaffe ich auf jeden Fall noch ein zweites und das ziehe ich jetzt auch direkt. Jetzt habe ich 2 gezogen, ich nehme mal nur 1. Und Nietzsche weinte. Ja, das ist auch okay. Und Nietzsche weinte von Jalom. Das Buch habe ich mal gesehen bei der lieben Melanie vom Kanal Bücherliebe. Es ist eines ihrer liebsten Bücher und sie ist grundsätzlich auch ein großer Fan von Jalom. Ich habe von ihm bisher noch nichts gelesen. Das wäre also meine erste Lektüre und ich dachte, das passt ganz gut als Einstieg. Ich werde euch jetzt beide Bücher mal aus dem Regal holen. Hier haben wir zum einen Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Ich sehe gerade, es ist irgendwie dicker, als ich gedacht hätte. Es hat 550 Seiten circa. Aber gut, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Wie gesagt, es wäre sowieso beinahe die nächste Lektüre geworden. Und jetzt habe ich eben die Deadline, dass ich es bis Ende September zu lesen habe, was vollkommen in Ordnung ist. Wahrscheinlich ist es sogar in Kürze dran, weil ich es ja eh lesen wollte. Das ist ja so ein Klassiker, der sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzt und auch, soweit ich es verstehe, Schullektüre in Amerika ist. Was ein bisschen seltsam anmutet, da die Autorin eine weiße Frau ist und sehr wahrscheinlich selbst keine Rassismuserfahrungen gemacht hat und aus dem Grund hat es, wie ich finde, auch immer so einen kleinen Beigeschmack, dass sie über dieses Thema schreibt. Nichtsdestotrotz sind viele sehr begeistert von der Lektüre, weil sie sehr einfühlsam ist. Es ist eben nur keine Perspektive von einer selbst Betroffenen, was ich bei der Thematik schwierig finde, denn es gibt so viele großartige schwarze AutorInnen, die über dieses Thema und ihre eigenen persönlichen Erfahrungen schreiben und das ist aus erster Hand natürlich immer etwas wertvoller als jemand, der es als Außenstehender betrachtet, auch wenn derjenige sich aktiv gegen Rassismus einsetzt. Ich bin gespannt, es geht hier um eine Gerichtsverhandlung. Ein schwarzer Mann ist angeklagt, er soll eine weiße Frau vergewaltigt haben. Und wir erleben das Ganze aus der Perspektive eines Kindes. Es ist die Tochter des Anwalts, der den schwarzen Mann vor Gericht verteidigt und eben so einen ganz naiven Blick auf die gesamte Thematik hat. Und ich freue mich sehr darauf, mir ein eigenes Bild von der Lektüre machen zu können und allem, was da so im Hintergrund noch zugehört. Und das zweite Buch, das ich gezogen habe, ist Und Nietzsche weinte von Irwin D. Jalom, der in seinen Romanen die Psychotherapie immer in ganz interessante Geschichten einwebt. Zumindest ist es das, was ich davon weiß. Es ist auch so, dass hier ein sehr bekanntes und schillerndes Personal auftritt in diesem Buch. Ich werde euch ganz kurz den Klappentext vorlesen, weil ich das ansonsten nur sehr schlecht zusammenfassen könnte. Die selbstbewusste junge Russin Lou Andrea Salome drängt den angesehenen Arzt Josef Beuer, dem suizidgefährdeten Friedrich Nietzsche, zu helfen und ihn von seiner zerstörerischen Obsession für sie zu kurieren. Beuer willigt ein und unterzieht Nietzsche einer neuartigen Heilungsmethode, deren Ausgang jedoch für beide unerwartet ist. Ich weiß nicht genau, inwiefern man all die Personen, die hier auftreten, kennen sollte. Das sind natürlich alles sehr wichtige Persönlichkeiten, über die es auch eine Vielzahl von Literatur gibt, sowohl biografischer Natur als auch eben die eigenen verfassten Werke. Und die
sicherlich ein besseres Bild zeichnen von den Figuren. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mit meinem beschränkten Wissen über diese Person dieses Buch empfinde, aber ich bin sehr neugierig darauf und werde es euch natürlich erzählen, sobald ich es gelesen habe. Und damit war es das von dieser Folge Die Rache des Sub. Lasst mir wie immer gerne Kommentare da zu diesem Video, zu diesem Format im Allgemeinen oder was auch immer ihr mir sagen möchtet. Ich freue mich auf den Austausch mit euch, hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!